Schiffsbaubericht. Meisterrüstungsschmied. Das Lager. War das vorher schon ausgebaut? Kann ich sein, dass ich wieder übersehen habe, ne? Nee, war noch nicht gut. Ich muss immer mit der Zeit gehen. Hier habe ich jetzt richtig... Ich habe auch, kann auch auf Nahkampfangriff gehen, aber ich gehe jetzt auf das Waffenarsenal. Ist es okay? Übungsgelände? Nee. Kaserne? Hm. Nee, dann ist es das Waffenarsenal. Dann hätten wir nämlich... Jetzt haben wir momentan eine 8er Rüstung. Das bringt nochmal wie viel? 2. Das heißt, wir hätten eine 10er Rüstung. Ja, doch, das ist das Waffenarsenal auf jeden Fall. Und hier können wir jetzt auch das Lager bauen. Sehr schön. Die schicke ich mal zurück zur Reparatur, glaube ich. Wo hat er jetzt die übrigen Flotten? Muss ich mal kurz einen Blick darauf halten. Ah, okay, hier hat er noch eine etwas größere Flotte, sehe ich gerade. Hier muss ich jetzt aufpassen, weil ich dann das im Auge behalten muss. Die Frage jage ich erstmal. Ah, die wollen nicht abhauen. Perfekt. Bye, bye. So, dann fahre ich mal hier hin. Dann gucken wir nochmal hier. Da haut er ab, hat Verschleiß. Hier muss ich jetzt dahin fahren. Hier kann ich verstärken. Da kann er nur selbst angreifen. Schließe ich mich mit denen lieber zusammen und schicke die verwundeten Schiffe zur Reparatur. So, dann habe ich ihn immer noch im Griff. Den Kerl. Das könnte man ganz leicht hier angreifen. Schloss sogar, ey. Wahnsinn. So, aber... Dann versuchen wir nochmal hier eine... Aber habe ich denn den besseren Ninja? Das sehe ich gerade nicht. Oder ist das der bessere? Ne, das ist nur der Rang 2. Wo ist der Rang 3er? Da. Versuchen wir nochmal diese Sabotage hier. Hat nicht geklappt. Der hat es geschafft. Welche Ironie. Machen wir hiermit fertig. Sogar mit Verstärkung. Perfekt, dann marschierst du jetzt erst einmal langsam Richtung der Schlossstadt. Obwohl, warte mal, bevor du das machst, könnte ich... Ja, nee, kann ich jetzt nicht, schade. Wobei doch, ich könnte mit meinem... Gut, da gehe ich mal mit dem Monk entlang. Ich kann ja noch umdrehen, wenn ich möchte. Nur mal zu gucken, ob der Weg hier versperrt wird. Scheint nicht so zu sein. Dann kannst du angreifen. Provinz erobert. Plündern. Oh, 10.000. Das wäre nicht schlecht. Obwohl, ja. 10.000. Wenn man momentan stand, wäre das wahrscheinlich besser als Bankrott. Ich mach's mal. Der Zorn des Shoguns gefeiert. Unser wachsendes Ansehen macht den Shogun nervös. Der Wind trägt uns Gerüchte zu, nach denen er Pläne schmiedet, unseren Clan zu entmachten. Aber noch sind wir nicht bei der Reichsteilung. Noch haben wir immer noch gute Beziehungen. Gucken wir mal kurz einen... Mach mal einen Blick hier rauf, okay. So, jetzt gucke ich mal, was ich hier überhaupt noch brauche. Piratenversteck will ich nicht. Militärhafen. Oh, Trockendock könnte ich hier sogar machen. Wow. Kanonenbuhnen hatte ich nie gemacht. Das ist ja schon mal geil. Schwertschule. Ich muss auf jeden Fall hier einen Markt machen. Das heißt, das kann weg. Das... Naginata, na, ne.
Brauche ich eigentlich alles nicht. 2703. Ich mache auf jeden Fall einen Markt. Dann werde ich noch einen vorläufigen Tempel bauen. Das heißt, das kann beides weg. Nur die Festung will ich behalten. Oh, ich könnte sogar jetzt hier rein. Ja, aber das reicht nicht. Dann warte ich die Runde nochmal ab. Perfekt. So, dann haben wir fast ganz Kyushu. Was uns jetzt noch fehlt, ist Tsukushi und Busen. So, jetzt haben die Shimazu nur noch eine Provinz, das könnte ich jetzt zum Vasall machen. Ich hätte euch nicht für mutig genug gehalten, zu mir zu kommen. Aber redet nur, jetzt, wo ihr hier seid. Na, die haben ja nichts mehr. So, jetzt sind die Otomo offenbar dran. Ich weiß jetzt halt nicht, die Otomo. Das ist jetzt nochmal richtig übel. Also wir hätten dann 13, 14, 15, 16 Provinzen. Ich hoffe mal, dass das aber noch kein Roundabout nach sich zieht. Also das ist eigentlich noch nicht die Stelle. Dann könnte ich aber nicht ganz Shikoku einnehmen, bevor ich dann Roundabout kriege. Das ist nämlich mein Thema, was mir ein bisschen Sorgen macht. Der wäre... Domination Campaign doch besser gewesen, quasi. Also, Eroberung. Nicht Welteroberung, aber ja, ganze Eroberung quasi, also ganz Japan. Oh, tapfer habe ich. Das ist eine schöne Eigenschaft, nice. Okay. Immer noch nicht. Mann, die brauchen aber lange. Hier passiert ja gar nichts. Jetzt habe ich so viel Geld. Was ich damit anrichten kann. Vier Runden noch bis zum Waffenarsenal. Also ein ganzes Jahr. Also das heißt, wir haben es 1560, können wir unsere richtig guten Katanas machen. Ich überlege andauernd, ob wir hier noch was anderes machen sollten. Wir könnten nämlich diese... wir könnten auch noch eine Festung bauen. Obwohl, es gibt dann hier Minus. Nahrung ist natürlich auch nicht so schön. Ne, wir werden jetzt mal, wo ich gerade von der Nahrung rede, wir werden jetzt mal das hier ausbauen. Hier lohnt sich das ja. Hier ist es schon ausgebaut. Dann baue ich das mal hier aus. Hier lohnt sich's nicht. Zu kuschig, glaube ich, ne? Kann die es nicht sehen, schade. Oh, die haben aber richtig viel. Also nächste Runde nehme ich auf jeden Fall zu kuschig ein. Hier mache ich den Mönch. Hier könnte ich aber auch noch eine Festung machen. Ja, das wäre vielleicht später nicht schlecht, wenn die Invasionen hier starten. Ah, ich weiß nicht. Schwierige Frage. Sehr schwierige Frage. Dumm ist nur, wenn ich die ganzen Flotten jetzt immer hier langfahren muss, müsste ich vielleicht nochmal eine extra Flotte machen hier. Und hier unten hatte ich ja noch eine Hafenblockade, fällt mir gerade ein. Ach, da könnte ich die, glaube ich, mit der Flotte sogar vertreiben, ne? Tatsache. Sehr geil. Und hier kann ich wirklich nicht... Ja, aber in zwei Runden kann ich's. Keep them busy. Kann ich noch irgendwo einen Agent machen? Nee. Gerade gar nicht. Aber... Hier werden wir einen machen. Einen Metzke. Form. Noch 7 Jahreszeiten. Vielleicht soll ich hier doch noch ein Nagi-Dojo machen. Naginata-Dojo. Ich könnte ganz gut einen Naginata-Samurai auch gebrauchen. Definitiv. Lohnt es sich nicht auch hier irgendwo das auszubauen? Ich denke nicht. Ist meistens eher wenig lohnenswert. Aki, naja, nicht unbedingt. Ich denke mal, ich werde es... Hier ist es ja schon ausgebaut. Das ist mein Vorteil.
Und ja, da auch schon eine Reisbörse, sehr nice. Vielleicht können wir doch irgendwo den Markt ausbauen. Lohnt sich hier noch einen Markt zu bauen? Naja. Oder irgendwo vielleicht noch die Wege. Hier haben wir Poststraßen und Stationen. Poststraßen und Stationen. Hier können wir noch einen Handelshafen bauen. Mach ich. Hier hatten sie sogar, glaube ich, einen Militärhafen, genau. Da wird es nicht notwendig sein. Hier war da noch irgendwo, glaube ich, nur ein einfacher Hafen. War das hier? Nee. Da hatten wir keinen. Oh, die habe ich inzwischen dann doch alle ausgebaut. Ah, hier hat sie noch einen Hafen. Okay, dann mache ich hier noch einen Handelshafen hin. Bei Izmos ist natürlich jetzt nicht... Oh, naja. Ob sich das hier lohnt? Fragwürdig. Ja, wobei andererseits, wenn dann hier die ganzen Flotten herkommen vom Feind, kann ich hier noch ein paar Buhnen machen, ne? Nicht nur einfach Kobayas. Insofern ist es ja nicht schlecht. Okay, wie ist denn jetzt mit der Ehre eigentlich? Ist sie jetzt so schlimm angeschlagen? Er hat noch 4, das ist okay, achtenswert. Ich könnte jetzt noch einen Vasall erstellen, da hätte ich nochmal eine 5er-Ehre, aber brauche ich es eigentlich nicht. Ah, ich kann ja jetzt hier die Flotte vernichten. Ich habe jetzt die Provinz eingenommen, stimmt ja. Ah, da wollte ich aber gerne mit dieser Flotte angreifen, weil die ist ja hier... Die ist ja verwundet. Ah, ich kann sie nicht wegbewegen, oh, das ist ja geil, schade. Ich muss mit der angreifen. Na gut, dann nehme ich noch die dazu. Wenn ich unbedingt angreifen muss. Okay, haut ab. Das ist ja mal gar nicht so schlecht. Aber wo ist er jetzt hin? Naja, reparieren wir die erstmal. Dann mache ich den Handelshafen hier kurz nochmal weg. Ich will die Reparatur voll abschließen können. Na, wo ist er jetzt hin? Irgendwo hier. Ach, hier ist noch eine Flotte. Oh, wo kommt die denn her? Naja, die wird nächste Runde sowieso verschwinden. Ebenso wie die, die abgehauen ist. Nächste Runde hole ich mir Tsukushi auf jeden Fall. Falls er Tsukushi angreifen sollte, kann ich mich auch noch hier zurückziehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er jetzt sofort angreift. Naja, ist ja noch Handelsabkommen. Das ist halt das Dumme. Einen Handelspartner anzugreifen, kommt natürlich sehr, sehr ungut hier. Das könnten wir als Anlass nehmen, mich anzugreifen. Mal sehen, territoriale Expansion. Wie sind wir da gerade? 24. Oh. Ja. Das ist jetzt definitiv schwierig. Aber ich finde es gut, dass ich jetzt die beiden Festungen hier habe. Das lasse ich nach wie vor mittelmäßig ausgebaut. Oh, hier habe ich ja nur einen Weg, sehe ich gerade. Hier kann ich den jetzt noch ausbauen. Komme ich schneller voran. Da brauche ich dann noch den Weg. Jetzt habe ich noch 820. Ah, nee, lieber nicht. Ich lasse es lieber auf normal. Bungo und Hyuga sollten wir dann nächste Runde wieder voll besteuern. Ah, das wird auch schlechter hier, sehe ich gerade. Das sinkt aber. Das mit Christentum ist echt nervig. Kann ich eigentlich konvertieren? Würde mich mal interessieren. Nee, kann ich nicht. Dazu habe ich, glaube ich, den ganzen Kram einfach... Ich habe ja den Nanban-Handel immer abgelehnt, deshalb geht das auch nicht. Aber ich bin trotzdem dagegen, das Christentum, weil die anderen haben ja auch kein Christentum. Es ist jetzt eigentlich dann nur noch ein christlicher Clan übrig, wenn ich die Shimas vernichtet habe, und das sind die Otomo. Das muss ja nicht sein. 27, okay. Okay, mal schauen, wie sieht es denn hier aus? Oh, die haben was verloren. Die sind nur noch mächtig, nicht mehr enorm. Wer kommt denn hier gerade? Imagawa hat sich durchgeschlagen. Okay, interessant. Ich glaube, Imagawa wird das Rennen da machen. Takeda auch.
Artano sowieso. Iku hier nur noch eine Provinz. Oh, da könnte es nächste Runde vielleicht schon übel werden. Das heißt, es ist ganz gut, dass ich hier schon auf dem Vormarsch bin. Der, denke ich mal, wird dann die Invasion oder den Angriff hier gegen die Hatano führen. Und hier mache ich dann auch eine gute Armee. Ich könnte natürlich das alles abrekrutieren, aber dann haben die auf einmal Mut, mich fertig zu machen. Oh, ich sehe gerade, der ist aufgerankt. Dann machen wir natürlich Geheimpolizist und dann später Zensor. Aber dann, so. Und dann skill ich das voll. 40% Besteuerung, naja, das ist nicht so viel. Leider nicht so viel. Yarikaf könnte ich hier schon machen. Katanakaf brauche ich nicht unbedingt. Aber ich würde Kiyomasas Katana-Kavallerie, ich meine, das ist der doch. Den würde ich gerne haben. So, dann gehen wir nochmal die nächste Runde. Verloren, ja, das haben wir jetzt wieder bekommen. Yo! Ninja, Ninja, Ninja. Wie viele Agenten haben wir jetzt? Darf ich mal kurz nachzählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben 3 Metzger, das ist nicht viel, da müssen wir auf jeden Fall noch mehr holen. 3 Ninjas, von denen 2 Saboteure sind und der andere ist ja auch Saboteur in der Richtung. Armeesabotage dann, ach ja, hier haben wir noch einen 4. Metzger, trotzdem will ich noch mehr haben. Wir haben 5 Mönche, das muss auch noch ein bisschen mehr werden, insbesondere bei den christlichen Sachen. Ja, okay, flottentechnisch war alles klar gewesen, mal durchchecken. Hier muss ich aufpassen. So, damit die Flotte zuerst kämpft. Die soll den Angriff leiten. Die Shimas sterben nächste Runde auf jeden Fall, was sehr geil ist. Hafenblockaden, haben wir da irgendwo ein Risiko? Hier vielleicht. Zwei Kobayas sollten das tun. Okay, und dann kann ich weiter. Ja, hier hatte ich noch... Ja, die Flotte sollte ja aufpassen, genau. Hier noch eine Buhne. Genau, hier sollte ich ja mal gucken. Ich glaube, hier werde ich einfach mal den Hafen blockieren. Ein bisschen Einkommensbußen noch hervorzurufen. Ja, okay, ja, das war's dann erst einmal. Nächste Runde. Ja, das ist klar, dass sie da noch mal ein bisschen rumstängern. Wobei, das war jetzt gar nicht mal blockiert. Überfallen, meine ich, oder? Sah nicht danach aus. Das wird jetzt auf jeden Fall abgebrochen werden. Was die da vorhaben. Date muss ich auch im Blick haben. Die haben, schicken jetzt auch Flotten davor. Friedensvertrag. Vielleicht ist es an der Zeit, Friedensgespräche zu führen. In einem Frieden, der mit Stärke geschlossen wurde, liegt Ehre. Kriege ich dafür mehr als nur 1300? Nee, dann nicht, sorry. Mein Lieber. Es sind genug mutige Männer gefallen. Es ist an der Zeit, über ein Ende dieser Kämpfe zu reden. Dann würde ich ja meine Verbündeten betrügen. Das mache ich nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Oh je, die haben ja viele Flotten in der Nähe. Oh, da muss ich aufpassen. Ja. Die sind jetzt offiziell, denke ich mal, vernichtet fast schon, die Iku Iki. Eine Provinz haben sie noch, aber die werden sie nicht mehr lange halten können. Das ist das Ende. In ihren Tassen. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Eiserne Faust oder dankbare Bevölkerung. Plus 4 Zufriedenheit. Städtewachstum pro Runde. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann hätte ich aber nur 2 Zufriedenheit. Städtewachstum wäre aber wichtig. Besser noch als Repression. Mache ich mal dankbare Bevölkerung Nachsicht. Ich hoffe mal, das wird mir jetzt nicht gestraft. Ja, großer Clan vernichtet, okay.
Das ist das Ende offiziell von den uns allen bekannten Iku-Iki. Damit haben wir einen Clan weniger. Und in der nächsten Episode haben wir noch einen weiteren weniger, nämlich die Shimas sterben. Ich gucke mal kurz. Okay. Das sieht nach wie vor okay aus. Tsukushi wird nächste Runde angegriffen. Und meine Damen und Herren, ich möchte die Episode hier wieder gerne beenden. Möchte euch herzlich dafür danken, dass ihr so tatkräftig hier eure Augenleid quasi und dieses YouTube-Video gesehen habt. Ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Das holen wir uns auf jeden Fall noch. Das müssen wir uns leider, müssen wir uns ja so holen, wenn wir dann hier das auch noch haben wollen. Friedlich. Mehr oder minder. Also ich wäre dann noch 7 Runden von der Reichsteilung entfernt. 7 Runden wäre schlecht. 7 Provinzen, wenn ich recht habe. Aber alles weitere dann in der nächsten Episode. Bis dahin sage ich mal Sayonara, euer Taya Hiro.